Yo, Peace Leute, was geht? Und zwar zeige ich heute mal Schusstechnik von Messi und fangen wir einfach mal direkt damit an, wie Messi eigentlich auf den Ball zuläuft. Das ist schon mal ganz wichtig. Wenn der Ball da liegt, läuft Messi immer so aus dem Winkel ungefähr auf den Ball zu, ungefähr hier so. Und wenn er dann schießt, probiert er den Ball immer hier so zu treffen an der Stelle. Ein bisschen neben, hinter der Mitte so. Machen wir gerade, also ein bisschen hier so neben der Mitte, damit der Ball erstens diesen Curve kriegt, den seitlichen. Und der Ball geht ja noch leicht runter, was man aber nicht wirklich sieht. Aber auf jeden Fall hat er den Curve und er geht leicht runter. Also er kriegt eine bestimmte Höhe und dann kommt er so runter. Praktisch macht er diese Flugbahn. So ungefähr. Und das, um das zu erreichen, müsst ihr erstens den Ball auch mit dem Knochen hier treffen, wie man es bei anderen Schusstechniken so kennt. Bein muss natürlich durchgestreckt sein. Und wenn ihr den Ball trefft, dann kommt er hier mit dem Knochen und trefft den Ball praktisch. Wenn ihr jetzt gerade da runterschießen wollt, trefft ihr den Ball hier. An der Stelle. Hier an dieser Stelle. Ein bisschen hinter der Mitte. Zack. Und Bein durchgestreckt vor allem. Und dann wirklich hier. Dann kriegt er nämlich diesen Curve. Er fliegt hoch und macht diesen Curve. Bam. Und ja, zeige ich euch einfach mal. Klappt auch noch direkt auf Anhieb, Alter, ich werde bekloppt. Auf jeden Fall, wie gesagt, habt ihr das gesehen? Ihr seht diese leichte Curve-Drehung und das erreicht ihr wirklich nur dadurch, dass ihr den Ball hier trefft, mit dem Knochen ungefähr hier unten und den Ball seitlich trefft. Ne? Anlaufen, ganz wichtig, lauft nicht gerade an wie Ronaldo oder seitlich, weil da kommen unterschiedliche Techniken bei raus, die zeige ich euch auch noch. Was da für Schüsse dann, wie ihr Bale-Schuss machen könnt, und habt ihr nicht gesehen. Weil das Wichtigste, was ihr erreichen wollt, ist diese Drehung, die der Ball macht. Ihr müsst nicht perfekt wie Ronaldo anlaufen oder wie Bale, aber ihr müsst diesen Curve hinkriegen. Und das zeige ich euch. Ja, und ansonsten, was ihr noch wissen müsst, klar, Oberkörper gerade, Kopf über den Füßen, vielleicht ein bisschen weiter vor, damit der Ball noch ein bisschen mehr sinkt, je nachdem, wie ihr wollt. Und Bein durchgestreckt, Freunde. Bein durchgestreckt, auch nachdem ihr den Ball getroffen habt. Ihr trefft den Ball praktisch, zack, und Bein ist immer noch durchgestreckt. Und zieht das vielleicht noch ein bisschen mit hoch, dann kriegt ihr noch ein bisschen mehr Curve runter. So. Ansonsten war's das und sag wieder Peace, Leute, reingehauen.